Moin, Freunde der Nacht, willkommen zu etwas völlig anderem. Ihr kennt es bereits, es ist schon etwas älter, das letzte Video, namens Freunde der Nacht. Hier stelle ich immer ein paar Leute vor, die ich gerne in meiner Box habe hier, die ich so kenne. Und dann sage ich mal, hallo Little 2K. Ja, hallo, ich glaube Little reicht. Ich glaub, Little reicht, ja, nee. Ich habe mal reingenommen, weil Little schon belegt war auf YouTube. Ja, was erlauben sie sich, ne? Ja, unglaublich. Keine Ahnung, und dabei war ich so früh eigentlich. Der Account ist uralt. Aber das kommt davon, noch? Wenn man absolut unkreative Namen hat. Ja. Naja, Little the Foxy hätte auch gepasst. Ja, gut, das kam ja später. Little ist einer der Leute, die ich schon am längsten, glaube ich, verfolgt. Das war mit Jacked Alliance 2. Wann hat das angefangen? 2010? Vielleicht sogar noch früher? Ich weiß müsste ich nicht. Nachgucken. Also es ist schon lange her und es hat auch richtig lange gedauert, bis ich das irgendwann mal fertig bekommen hatte. Ja, also 250 Folgen. Also wenn ihr mal wirklich richtig Herztropfen löffeln wollt auf YouTube, könnt ihr euch mal das Video anschauen. Allgemein, also ich verlinke seinen Kanal sowieso. Und naja, er darf sich hier ein bisschen vorstellen. Erstmal, bevor wir hier mit Binding of Isaac starten, sag mal, mit wem soll ich spielen? Isaac, Magdalene und so. Also, wenn du ein kurzes Video haben willst, sag mir Blue Baby oder Samson. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe das relativ intensiv gespielt eigentlich. Am liebsten habe ich eigentlich mit keinem gespielt. Ja, Kane fand ich super, bis ich halt irgendwann den D6 gekriegt habe. Ja, ja, das funktioniert ziemlich gut bei dem Spiel. Ja. Oder ich liebe auch Judas wegen seinem Startobjekt. Genau, Judas kann man auch sehr gut spielen. Den habe ich auch sehr gerne gespielt, weil der hat ja diesen sehr, sehr starken Schaden von Anfang an. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Exakt. Da ist man ein bisschen mehr abhängig vom Glück, dass man am Anfang schon ein gutes Health-Item kriegt. Ja gut, was nehme ich dann? Judas oder Kane? Nimm Judas, würde ich sagen. Okay. Ich traue dir einfach mal zu, dass du so vorsichtig genug bist. Du musst mir dann sagen, wann du Standbild hast, ne? Ich mit meiner tollen Internetleitung. Ah, das geht schon. Also, oh Gott, scheiße, erster Raum, eine Spinne. Und schon mal ein bisschen Vorsicht. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwann richtig, richtig gut gekonnt, das Spiel. Wirklich gut, ich hab's wirklich ewig durchgespielt und alles gekonnt. Okay, es liegt nicht an mir, der PC mag's gerade bloß überhaupt nicht. Hallo, Spinne. Es läuft gerade langsamer, als es sein sollte. Ich habe das Spiel. Du hast natürlich auch ein bisschen Pech, dass du gleich sofort einen der alternativen Layouts mit den alternativen Gegnern kriegst. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ich habe das Spiel wirklich gut gekonnt. Dann kam das Add-on und ich war wieder bei Null, weil es wirklich sauschwer ist im Vergleich zum Standardspiel. Judas gegen die Witwe. So, und dann benutzen wir gleich unser Book of Belial. Ach, das ist eine billige. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, wahrscheinlich, wenn sie mich einmal trifft, gibt das ein Herz Schaden und ich bin da. Ja gut, dann können wir, glaube ich, nochmal ein Auge zudrücken und nochmal neu anfangen. Aber die hat ja zum Glück wenig Lebensenergie. So, komm. Scheiße. So, das war das Erste. Was krieg ich? Tears up und zwei Herzen. Gut, dann suchen wir noch den Geheimraum. Ja, würde ich unbedingt machen. Ja. Gut, ich wollte noch was über mich erzählen. Ja, natürlich. Am besten fragst du irgendwas, würde ich sagen. Wie alt bist du? Bist du Single? Kommst du her? Ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Niedersachsen. Niedersachsen, die letzte Bastion? Genau, war das letzte noch Bastion. Studiengebühren? Oder ja, natürlich. Ja. Immer. Ich bezahle fleißig und du kriegst es nicht mehr mit, wie es aufhört. Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Oh cool, Max Head. Und wo man sich auch ganz toll drüber freut, jeder, der mit Studiengebühren vertraut ist, weiß das ja, die sind ja auf 500 Euro gedeckelt. Ja. Jedenfalls in der Theorie, aber de facto kommen immer noch jedes Jahr steigende, inzwischen sind es 250 Euro Bearbeitungsgebühren dazu. Autsch. Ja, ne, bist du bei euch ein Busticket dabei? Ein Bahnticket oder sowas, aber das ist auch nur ein kleiner Teil, so alles Mögliche und es wird immer mehr jedes Jahr, das ist ganz geil. Autsch, ja, nee. Naja, das wird jetzt sowieso bald abgeschafft, spätestens zu den Wahlen. Ja, also bei euch sind sie vorbei, bei uns sind sie bald, in Bayern. Als Wahlgeschenk wird es dann wahrscheinlich abgeschafft, glaube ich. Genau, nur damit nach der Wahl dann wieder gesagt wird, es muss sein. Ja, genau. Das sagt, glaube ich, jeder inzwischen, der irgendwie ein bisschen Ahnung davon hat. Ja. Ja, bei uns haben Schlüssel, unglaublich. Schlüssel, jetzt können wir nochmal zurück. Ich lass mir Zeit. Wir haben ja die Zeit. Also eigentlich ist es ein ziemlich guter Start. Ich meine, du hast gut Lebensenergie, du hast gut Damage, du hast das Item von Judas. Oh, the Shears, die sind toll, aber ich finde das Book of Belial einfach besser. Ne, lass sie erstmal liegen, würde ich sagen. Nee, ja. Nimm sie einmal kurz auf. Nimm sie einmal kurz auf. Soll ich sie zeigen? Ach so. Weil dann kann das Ding nicht mehr spawnen, deswegen. Spawnen? Ja, also du kannst die Shears nochmal später kriegen, wenn du sie nicht aufgenommen hast.
Ah, das ist neu für mich. Danke. Gut für die Info. Ach komm, ich zeig's dir nur mal schnell. Hier, so, wir sind jetzt ein Zombie. Also ein super geiles Item, das muss man echt sagen. Also, du kannst vielleicht drauf hoffen, dass du vielleicht hier die Nonnenkutte kriegst, weil damit ist es ja unschlagbar fast. Super, ja, die Nonnenkutte und am besten noch den Nagel. Ja, wahrscheinlich. Und dann noch diese Items, das schneller respawnt, dann bin ich ungefähr unsterblich. Oh, scheiße, das wird tot. Ja. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse diese Gegner. Du musst ein bisschen laufen, müssen. Ja, du kriegst das wahrscheinlich verzögert mit. Jetzt explodiert gerade die Bombe. Nee, das ist alles ziemlich gut. Genau, leicht, muss man sagen. Wenn ich dir noch Fragen stellen wollte, was zum Beispiel, wegen wem hast du denn mal angefangen mit Video machen, Let's Plays machen? Mit Let's Plays machen. Also, ich hatte schon vorher so ein paar Sachen geschaut beim Kikosia oder sowas. Kiko, ja. Ja, das ist ja ewiger Klassiker der ganzen Sache. Und hier allgemein die ganzen Let's Play-Sachen, die so mit Slow Beef auf Something Awful angefangen haben, so ganz früher. Ja. Das hatte ich auch teilweise gelesen. Oh Mann. Ja, es lohnt sich fast. Das lohnt sich fast. Das links. Nee, das rechts. Das Forget Me Now nehme ich nicht. Dafür habe ich immer viel zu viel Schiss, dass der Raum danach scheiße wird. Außerdem verliere ich dann mein Item. Ja, du verlierst dein Book of Belial, aber das find ich, würdest dann noch du würdest dann zwei zusätzliche Items kriegen. Nee, ich überlege halt hauptsächlich, seit dem Add-on spiele ich eigentlich nur noch darauf, wie man den Endboss am besten besiegt. Und das heißt, wenig Schuss und viel Schaden auf einmal machen. Deswegen, anders kann man ihn nicht besiegen, finde ich. Und ja, und dann, wo ich drauf gekommen bin, so die Idee, sowas selber zu machen, kam eigentlich ganz klischee-mäßigerweise kam eigentlich drauf an, wo Funk Royale damit angefangen hatte, ganz früher. Da bin ich auf YouTube drauf gestolpert, dass es halt sowas auch auf Deutsch gibt oder sowas. Und dann kam ich irgendwann, hey, warum machst du das nicht auch einmal? Du bist eigentlich einer der Ersten gewesen, ne? Muss man so von der Zeit nicht sagen. Ich bin relativ früh dabei gewesen. Also ich glaube, vom Entschluss bis zur Umsetzung sind dann, glaube ich, 1, 2, 3 Monate oder sowas vergangen, wo ich mir dann überlegt hatte, selber sowas anzufangen. Gut, aber Pillen. Aber das war noch zu einer Zeit, wo es nicht so einfach ist wie heute, glaube ich. Damals hat man nicht drüber nachgedacht, wie Festplattenleistung ist. Codierprogramme waren wahrscheinlich seltener. Wobei du mit Linux da wahrscheinlich einen Vorteil hattest. Oder gab es KDN Live damals schon gut? Doch, das gab's nur. Das war aber damals beschissen als jetzt. Okay. Nee, weil für einfache Sachen reicht es ja immer noch. Und dann weiß ich nicht, das erste, was ich aufgenommen hatte, das war ja, glaube ich, Burn Time, was ich auch fertig gemacht hatte. Nee, Solar Jetman, oder? Ja, das habe ich aber nicht wirklich weiter. Schade eigentlich, ich fand das toll. Ja, ich glaube, vielleicht fasse ich das nochmal wieder an, muss ich sagen. Na das toll, jetzt habe ich eine Bad Trip-Pille gehabt. Scheiße. Ja, das Spiel weiß immer, wie es einen fertig macht. Ja. So, und jetzt fliegt nur beide auf mich und macht mich fertig. Ja, das hatte ich halt ausgewählt, weil ich hatte das als Kind relativ gerne gespielt. Und fand es eigentlich auch seiner Zeit doch etwas voraus, fast. Ja. Oh, da oben muss unbedingt rein. Oh ja, die kriegt man ja so selten, die Räume. Ich wette, jetzt nehme ich nicht. Naja, fast gut. Fast die Nonne. Smite. Heißt trotzdem. Kann man das. Hallo? Nee. Okay, dann hätten wir hier alles dicke. Ach, was machte das Mitre nochmal? Es war, glaube ich, auch, wenn du null Herz hast, wenn du ein halbes Herz hast. Das ist, glaube ich, kurz unverwundbar, oder? Ja, sowas in die Richtung. Die hasse ich ja. Oh. Ah, die gehen eigentlich. Weil sie sich nicht aushalten, finde ich. Bewegung bleiben. Und man kann die auch noch schön ausnutzen, um. Oh, kriegst natürlich das beste Nebenitem, das ist geil. Eines der besten, ja. Oh nee, jetzt muss ich schnell hier machen. Alles. Bei Wes hast du 2 Herzen, das ist schon mal nicht schlecht. Noch. Nee, also wie gesagt, du bist zu einer Zeit gekommen, da. Wenn ich darüber nachdenke, die Leute hatten ja, was hatten sie? Camtasia und Fraps. Und deswegen ja, genau. Hat sich, glaube ich, Camtasia heute noch so gehalten. Obwohl das Programm. Nee, ich hatte das damals anders gemacht. Ich hatte also hier. Ich hatte. Die Sachen hatte ich noch alle komplett unter Linux dann auch gemacht, weil es halt ging. Weil aus DOSBox heraus kann man ja direkt aufnehmen. Jo. Und mit. Ich glaube, ich habe Nesticle benutzt als Emulator. Oder. Nee, FCGOX hatte ich benutzt dafür. Und die können auch direkt das Material aufnehmen. Oh, jetzt habe ich ein Problem, ja? Ich glaube, du stirbst gleich, wenn du nicht aufpasst. Schaffe ich noch.
Okay, scheiße. Die sind mir zu unberechenbar. Ja, ja, die sind einfach, aber sie sind unberechenbar für mich. Da hast du dann wieder ein Problem. Eventuell willst du, wenn du den Raum hast, willst du mal kurz gucken, ob links der Geheimraum ist. Oh, ich hab... Oh Gott, siehst du, das meinte ich. Ja, ja, das ist schon. Und dann springen sie wieder leicht und sind da nicht... Oh Gott. Okay, du hast recht. Schauen wir mal, ob der Geheimraum ist. Wahrscheinlich kommt dann Greed. Ja, aber... Ah, du bist ein Genie. Ah, Gott, immerhin. Jetzt schauen wir mal. Ein paar blaue Herzen kann ich gut gebrauchen. Da kannst du vielleicht Soul Hearts. Ja, genau. Guck mal, hier sind wir doch wieder im Spiel. We will all die one day. Look at La Luna. Ja, es wird gerade dunkel draußen. Marry and reproduce. Ah, Unglück. Stay asleep. Einmal noch, ich spreng das Ding auch in die Luft. Da wären wir jetzt mit keinem ganz gut dabei. Abel ist nicht gut. Nee, da ist mir Cancer lieber, glaube ich. Ja. Nö. Hat sich ja voll rentiert. Du weißt ja, wie das ist mit den Geheimräumen, oder? Natürlich. Ach, das Schöne, ich weiß nicht, du kennst es auch, oder? Du willst dir ja nicht mit denen anlegen. Na komm. Geh weg. Jetzt. Und tschüss. Und jetzt ist er weg. Keine Bombe mehr. Da kommst du aber eigentlich hin. Du kannst eigentlich, wenn du nicht zentral läufst, kannst du da eigentlich drüber laufen. Hier oben sind sie auch schräg. Also ich könnte so drüber laufen, ja, aber da oben ist ja auch. Nee, du kannst auch zwischen zwei Spikes drüber laufen, meine ich. Aber okay, das traue ich mich jetzt nicht, das habe ich noch nie gemacht. Das ist glaube ich so 3 Pixel oder sowas musst du treffen, dann kannst du an den. Echt, dann habe ich mal was zum Üben. Ja. Oh, ja, wenn wir jetzt noch ein paar rote Herzen finden, können wir das ja ausprobieren, einmal kurz. So. Genau in die falsche Richtung gerannt, wie immer. Oh, ich hasse diese Viecher. Wobei ich sage, also wie gesagt, mit dem Add-on sind da teilweise Sachen dazugekommen, da wo du dir echt einen Teil denkst. Ja, aber ich finde eher die kleinen Spinnen finde ich eigentlich am nervigsten von den neuen Gegnern. Weil sie so schnell sind? Ne, weil sie so schnell sind und teilweise unberechenbar. So, drück mir die Daumen. Ja gut, ich habe ein halbes Herz, schlecht kann es nicht sein. Health down! Juhu! Scheiße, Mann. Ah. Oh, toll. Herrlich. Und jetzt bin ich natürlich so weit, dass der Endgegner nicht mehr 3 Räume weg ist. Das heißt, ich traue mich auch nicht, das andere Item zu benutzen. Na komm, stirb ja, doch bitte. Ja, danke. Nur mehr Schaden. Jetzt hätten wir Bomben für hinten. Soll ich's wagen? Nee, spreng sie in die Luft. Spreng sie in die Luft! Pyromant. Okay, pass auf, so. Ah genau, und aktuelle Projekte, du hast da eine lange Pause gemacht. Eine sehr lange Pause. Von, ich ja, glaube, 2 Jahren. Keine Muse gehabt, um irgendwas. Keine Muse. Und dann kam XCOM. Richtig, XCOM. XCOM. Quasi das moderne GTA 2, quasi das, was ich, das ist das Beste. Die Gegner hasse ich auch, weil sie wieder so sau viel aushalten. Es geht eigentlich. Die brauchen halt nur ein anderes Ausweichpattern, weil wenn man stehen bleibt, treffen sie einen ja eigentlich nicht. Ja. Ich bin einfach doof. So, du Nase. Ja, weiß nicht, ich hatte mich schon wirklich sehr, sehr lange auf das neue XCOM gefreut. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden meiner Kindheit ich damit verschwendet hatte. Das hatte ich mir von einem Nachbarn ausgeliehen damals auf zig. Also das Original, ne? Ja, yeah, das Original. Das erste halt. Ah ja. Ja, und weiter? Ja, und da habe ich mich schon wirklich sehr... Und ich habe es auch immer mal wieder in DOSBox oder sowas angeworfen, um es auszuprobieren. Und ich bin nicht enttäuscht worden, muss ich sagen. Trotz diverser Bugs und diverser Probleme, die das Spiel doch offensichtlich hat. Also das Neue. Das Neue? Ja, ich finde es ein bisschen... Es fehlt die Spannung, dass man die Leute halt dauerhaft hat. Und das sind immer so einzeln abgetrennte Missionen. Gut, das ja, ist ein Vorteil, dass es zum Alten... Man ja dauerhaft. Genau, das Einzige, das Schöne, was man ja im Vergleich zum Alten gemacht hat, dass man nicht mehr so viele Rookies einfach mal verheizt am Anfang einer Mission, sondern wirklich jede Figur zählt. Soll ich nochmal zurück zum Shop probieren mit 9? Aber ich glaube, 9 sind zu wenig. Also du kannst drauf wetten vielleicht, dass das was im Angebot ist oder sowas. Ansonsten glaube ich, lohnt sich das. Ich würde weitermachen, ja. Nee, also was ich zum XCOM sagen muss, ist, dass mir die Gameplay-Änderungen extrem gut gefallen eigentlich. Okay. Es gibt ja Leute, die finden das halt nicht so, weil es einfach vereinfacht wurde. Wobei es wurde nicht wirklich vereinfacht, sondern womit ich es gerne vergleiche, ist, dass ich das neue XCOM wie ein Brettspiel spielt. Okay.
Ja, die Regeln sind komplett brettspielkompatibel eigentlich. Man hat sehr, sehr wenige Zufallswürfe, die gemacht werden. Also man hat immer so eine Grundchance und dann werden ein paar Modifikatoren drauf gemacht oder hat man halt eine Trefferchance und dann trifft man oder nicht. Bei dem alten XCOM war es ja wesentlich, wie soll ich sagen, wesentlich mehr computerisiert. Also dass man ganz, ganz viele Zufallswürfe hat, um dann eine ob man trifft oder nicht. Um eine weniger abstrakte Simulation halt darzustellen. Sowas, was in einem Brettspiel halt einfach nicht funktioniert. Also das Ganze spielt sich ja auch mit diesem hier, mit diesem Zwei-Movement-System, spielt sich das ja fast so ein bisschen wie Warhammer Tabletop-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob. Nee, ich nicht, aber ich weiß, also ich kenn's. Ja, aber also ich hab auch noch aus meiner ganz, ganz schlimmen nerdigen Zeit habe ich auch noch ein paar schlecht angemalte oder nicht angemalte Figuren, mit denen ich eigentlich hauptsächlich nur gespielt habe. Schau dir das an. Welchen Stein hat's erwischt, ne? Ja gut, aber lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Ja. Nee, aber es spielt sich ja schon fast wirklich wie Warhammer oder so eine Art Space Hulk. Unglücklich. Gerade dort. Ah ja, mein. Und das gefällt mir schon extrem gut und mit diesen ganzen Fähigkeiten, die es dann gibt. Also wirklich, das ist wirklich so das Letzte, was ich dem Spiel ankreiden würde, dass sie das Spiel gestreamlined haben, weil das hat wirklich extrem gut funktioniert. Ja, nee, nur halt die Sachen, die ich schlecht fand, sind halt diese, besonders diese Design-Missionen, die gar kein Zufallselement mehr haben. Ich weiß nicht, das haben auch relativ viele Leute in den Kommentaren ebenfalls so empfunden, dass hier die Missionen in der Alien-Basis oder besonders die finale Mission, dass sie einfach scheiße sind. Die hast aber du auch gesagt, dass sie relativ direkt ist. Und ja. Nicht nur das, also das reduziert auch extrem den Widerspielwert meiner Meinung nach, weil die komplett gleich ist und dann auch noch so aufgebaut ist, dass wenn man wirklich weiß, was passiert, gar keine Schwierigkeit mehr da ist. Also die Begegnungen selber sind halt nicht fordernd. Wenn man es weiß, ne? Ja. Naja, ja, aber manchmal kann ja auch Sachen so designen, oh, hast du ein Glück. ich bin's halt einfach. Man kann ja auch Sachen. Man kann ja halt auch Sachen so designen, dass selbst wenn man weiß, was auf einen zukommt, dass es herausfordernd ist. Ja. Das reicht ja Jagged Alliance als Beispiel, ne? Ja, genau, also oder Doom. Bei Doom kommt es auf den Schwierigkeitsgrad an, würde ich sagen. Und ich dachte, es gibt nur Ultraviolence, ich kenne keinen anderen. Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Es ist halt so, dass die einzige Herausforderung in diesem Überraschungseffekt liegt, dass man dann halt in diese zwei Sektopods oder sowas reinrennt gegen Ende. Und wenn man es weiß, dann kann man sich halt schon vorher hinstellen, so, oh, gleich kommen sie. Und dann ist es halt. So wie du es gemacht hast, und dann einfach mal schnell mit dem Raketenwerfer. Genau. Tschüss ja, gesagt. Ich weiß nicht. So sehr verstelle ich mich dann doch nicht, dass ich solche offensichtlichen Möglichkeiten, das Spiel auszunutzen, ignoriere. Ja, wenn es schon so dasteht, ne? Das gibt ja viel, wenn man sagt, es gibt viele, die haben zum Beispiel gesagt, Crysis ist einfach nur Cheaten, wegen dem Anzug, aber ich meine, wenn er einem das bietet? Weiß nicht, also Crysis, muss ich sagen, das habe ich extrem gerne gespielt, war das erste und das Einzige, also die anderen haben mich gar nicht, interessieren mich jetzt auch gar nicht, ich habe auch nur wirklich das erste gespielt und das fand ich gut, aber es war stinkeinfach, es ist wirklich ein stinkeinfaches Spiel. Ich weiß nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad hast du es gespielt? Delta. Ah. So. Also was mir bei dem ersten Crysis halt auffiel, was mir dort eigentlich relativ gut gefiel, war halt dieses Gefühl, dass du doch übermächtig bist, aber wenn du deine Karten nicht richtig ausspielst, stirbst du auch relativ fix. Beim Crysis, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob du meine Videos gesehen hast, aber ich fand es halt wirklich stinkeinfach im Sinne von, ich bin unsichtbar gewesen, bin zu den Gegnern gerannt, hab einem einen Headshot gegeben, bin kurz ein bisschen weggerannt. In der Zeit haben mich ein paar getroffen, aber das war nicht tragisch, auch auf Delta nicht und dann habe ich mich nochmal unsichtbar gemacht. Deinen Crysis-Let's Play habe ich nicht geschaut, muss ich leider zugeben. Ich glaub's auch. Es gibt auch viele, die beschweren sich immer, dass sie nicht immer zu viel Zuschauer haben, also dass jemand so und so viele Abonnenten hat und keiner zuschaut. Aber es ist ja ganz logisch, dass einem mal ein paar Sachen nicht interessieren oder sowas. Mhm. Weil ich sagen muss, bei dir ist noch wirklich alles dabei gewesen. Egal wie das Spiel war. Ich habe ja auch noch nicht so viel. Also naja, Burntime. Massenware kann man mir ja noch nicht unter. Nee, vor allem jetzt zur Zeit, das ist unbedingt sehenswert. Ich empfehle jedem, dass er sich das anschaut, und zwar System Shock 2. Allein schon aus historischen Gründen.
Ja, und momentan kann man es ja bei Good Old Games ganz gut kaufen, wobei, das habe ich nicht geplant, das ist keine Cross-Promotion-Aktion oder sowas. Das ist Zufall, ne? Ja, das ist Zufall. Ich meine, ich habe ja schon vor ein paar Wochen darüber geredet und da wusste ja noch niemand, dass es das bald zu kaufen gibt. Nee, das kam 3 Tage vorher oder so und dann Insta-Buy, also das Spiel ist wirklich Gold wert. Vor allem, wenn jetzt Leute das gar nicht kennen oder so und vielleicht auch Deus Ex gar nicht kennen, dann mit heutigen Spielen würde ich es am ehesten nicht mal mit Bioshock und mit, wie heißt es? Oh, sehr gut. Mit Bioshock und mit Dead Space würde ich sogar vergleichen. Von der Grundatmosphäre her. Ja, also Dead Space nimmt sich ein bisschen was von der Atmosphäre, aber ich muss sagen, Dead Space, ich meine, ich habe den ersten und den zweiten Teil habe ich extrem gerne gespielt, aber ich fand es halt nicht so gruselig wie System Shock 2 jetzt. Es war halt ja, das, so eher so merkt, diese Schockmomente und nicht die Atmosphäre. Exakt. Oh, die mag ich eigentlich. Wow, wenn ich sie gerade nicht, wenn sie mich nicht gerade treffen. Diese Vaginas, diese laufen, denn ich finde auch, also wenn man so ein bisschen mit versucht, das Art-Design mal zu hinterfragen, was Edmund Macmillan hier gemacht hat, dann langst du dir eigentlich schon wirklich teilweise fragend an die Stirn. Oder gibt's so ein ganz, ganz, ganz tolles Ding, was man auf 4chan oder sowas die Runde gemacht hat mit so einer Story-Analyse aller Gameplay-Elemente in Binding of Isaac. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Quasi, dass das... dass das gesamte Spiel eine Analogie darauf ist, für den Wunsch von Isaac Selbstmord zu begehen. Für den Wunsch von Isaac Selbstmord zu begehen. Ah ja, das habe ich, glaube ich, also ich habe es mal vielleicht nicht auf 4chan, aber vielleicht irgendwo anders mal gelesen. Das ging halt rüber. Und dass quasi halt jedes Herz, was man dann halt hat, seinen Willen zu überleben dann halt darstellt. Ja. Okay, soll man nehmen? Ich habe nur 2 Schlüssel. Warte, du hast da noch nicht den Itemraum in diesem Bereich. Ich bin jetzt geht's bei mir bergab. Ich bin ausgebrannt. Nee, ich bin einfach ausgebrannt. Muss in die Arcade reingehen. Soll ich? Ja, stimmt. Ja. Mit 20 Ding sollte man das durchaus machen. Schauen wir mal, wie der Raum jetzt wird. Genau, aber guck erstmal noch beim Shop oder sowas vorbei. Findest du, ich glaube, Arcade ist mir jetzt ehrlich gesagt wichtiger. Ein gutes Item ist mir nicht so wichtig wie ein paar Herzen. Ja, wenn du ein paar Herzen kriegst. Wobei ich eigentlich die Herzen gar nicht nutzen kann. Ja, deswegen. Ah ja. So, bitte spreng das Ding in die Luft. Dankeschön. Also noch ein paar Bomben. Nicht schlecht. Voll Titte, so. Aber die Arcade aufmachen mit einer Münze lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt gleich? Ja, machen wir es jetzt gleich, na gut. Schauen wir mal. Ich glaube, die Blutbank willst du lieber sprengen, in der Hoffnung, dass vielleicht der Blutbeutel rauskommt. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, schau mal hin. Da kann ich die Kohle tatsächlich investieren hier. Weil Gold und so. Weil... Ja, die Soul Hearts. Spirit Hearts. Was haben wir? The Moon. Na gut, gleich. Was war The Moon? Ich kann es immer nicht unterscheiden, was einen zum Secret Room bringt und so weiter. Ich weiß es nicht. Muss ich gerade sagen. Hallo, stay asleep. Ja, ich gehe jetzt nicht schlafen. Das sind dann immer... Oh, das Auge. Was? Ah, plopp. Was war Cancer nochmal? Weil Plopp finde ich eigentlich ziemlich gut. Cancer verdoppelt deine Schussgeschwindigkeit. Dann glaube ich, ist das besser, oder? Als Plopp. Wobei also Cancer ist eindeutig das beste Item. Think you for yourself. Hier, ich gebe hier eine gute Ratschläge an meine Abonnenten weiter. Und wie lange spielen wir schon? Oh Gott, The Matchstick. Ah, ist glaube ich eine etwas längere Sache als das letzte Mal. Okay, dann kannst du. So aufpassen, dass es nicht die Gesprächsthemen ausgehen. Haben wir noch genug? Ich meine, jetzt sind wir bei, was haben wir gesagt? Bei System Shock waren wir. Also, Kaufempfehlung. Und es soll angeblich auch, zweimal mache ich es noch, es soll angeblich auch für Steam rauskommen. Ja, das habe ich auch gehört, aber da weiß ich nichts. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich meine, die Thief-Spiele sind ja auch vor ein paar Monaten auf Steam nochmal rausgekommen. Also halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Tomb Raider auch? Die alten Tomb Raider-Spiele? Richtig, stimmt. Die gab es ja auch noch. Oder rechts noch eine Münze. War ich wieder blind? Ja, natürlich. Genau. Geld. Immer mitnehmen. Man möchte meinen, er ist kein Christ. So. Ich glaube, Isaac ist nicht ganz so begeistert von der ganzen Geschichte. Nö, aber ich finde die Grundidee ziemlich geil, wenn du sagst, was würde, weil die sagen doch immer, die Bibel und christliche Werte sind gut für die Kindererziehung und dann siehst du mal hier, was tatsächlich vielleicht mal bei rauskommen kann beim Gedanken. Wenn du so ein Kind mit der eigenen Fantasie christliche Sachen pervertieren lässt. Ja, weiß nicht, also... Oh, die sind schlimm. Der Endboss ist gar nicht schwer, aber das hier ist...
nervig. Oh, der Endboss ist eigentlich schon relativ fies, finde ich. Weil er keinen Health Bar hat. Ich finde immer, es ist einfach bloß schlimm, wenn du nicht schnell genug bist, kann der sogar teilweise unbesiegbar werden. Das stimmt. Brimstone, ich warte ja immer noch auf Brimstone. Ja, weiß ich nicht. Mit einem Herz haben wir da Pech. So, stirb, Staubsauger! So. So. Die Wupp. Human Centipede Monster. Bah. Hast du den zweiten Teil gesehen? Nur drüber gelesen. Ich habe einen Schnittbericht angeschaut und mir gedacht, okay, nein. Nein, also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan von Horrorfilmen oder sowas, weil so richtig Horror ist es ja nicht, das ist ja schon ein bisschen so Torture-Porn-mäßig. Ja, das kannst du mitnehmen. Torture-Porn pur. Jetzt schauen wir mal. Bitte nicht Greed. Natürlich ist es Greed. Natürlich ist es Greed, sogar Super Greed. Ach, ficken. Wobei ich eigentlich da in der Mitte stehen bleiben kann, wenn er schießt. Genau. Oh. Ach komm, muss ich mal die Seite wechseln. Hallo, ihr zwei. Ja, einfach stehen bleiben. Und dann ja, aber gerade heute bin ich so fett. So, Kohle, 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 Kohle. Ah, doch keine Gronkh-Referenz. Das ist eine Rahmschnitzel-Referenz hier, bitte. Oh. So, du hast dich aber gerade selbst entlarvt, indem dass du es wusstest. Oh, shit. Da du wusstest, worauf ich mich bezogen habe, ne? Ja, nein, so. Nein. Wenn man auf YouTube manchmal Related Views oder sowas anklickt, war es eine Weile relativ schwierig, dran vorbeizukommen, muss man sagen. Aber ich zugebe, es war ein richtig, richtig cool gemachtes Video jetzt von dem Kerl. Das stimmt. Nein, aber um nochmal zum Thema vorhin zurückzukommen. Weiß ich, solche Horrorsachen mag ich eigentlich ganz gerne. Und insofern war ich eigentlich als ich Human Centipede geguckt habe, war ich relativ enttäuscht eigentlich. Denn dieser Film ist wesentlich ekliger und schockierender, wenn man ihn nicht geguckt hat. Stimmt. Also weil in der Vorstellung 1 war einfach nur langweilig. Schon drei Level schlimmer aus, als er dann tatsächlich gemacht ist. Vor allem der Einser meinst du, ne? Genau, vor allem der Einser halt. Der 2 ist ja quasi schon so ein selbstreferenzieller Witz fast schon. Er nimmt halt das, was die Leute sich beim Einser vorgestellt haben, auf die Schippe und zieht's nochmal richtig drüber. Ja, genau. Ja, insofern eigentlich von der Idee ziemlich witzig. Weil, naja. Ich finde, man es ist halt was ich nie anschauen würde, genauso wie Serbian Film oder sowas. Den hab ich gar nicht gesehen, habe ich auch nur einen Schnittbericht oder so. So, wollen wir bis zu Isaac durch? Oh, oder? Weiß ich nicht, ob du dafür den Cancer aufgeben willst. Was hast du denn häufig immer gemacht? Satan oder hier Isaac? Ich habe eigentlich immer Isaac seit dem Add-on. Soll ich mal wieder Satan machen? Ja, dann machen wir doch mal wieder Satan. Satan. Satanas. Runter damit. Ach ja. Ja, ich habe mit dem Spiel jetzt, ich habe 160 Spielstunden oder so, das ist eins der... spielt das Spiel jetzt ab? Keine Rückmeldung! Ja, das passiert manchmal. Du kriegst jetzt hier einen Doppelwurm kriegst du jetzt wahrscheinlich. Also so ein besonders großes, manchmal läuft der Map-Generator dann so ein bisschen wild. Ah, das ist, ne, ich spiele es sonst immer im Vollbild und daher kriege ich das so nicht mit. Ich weiß nur immer, dass er dann sich pausiert und ein bisschen braucht. Ich wette, wir haben jetzt vergessen, irgendwie gescheit aufzunehmen und einzustellen, man hört dich gar nicht. Dann laufe ich aber amok. Das macht nichts. Ich nehme nebenher meine Tonspur noch auf. Ah, optimal. Weil, du bist. Weil ich eine gute Sau bin. So, willkommen in The Womb 1. Ja. Mit tollen Farben am Anfang. Und wie immer. Ja, du hast auf jeden Fall ein großes Womb. Falls Leute soweit noch zugeschaut haben, ich habe ja mein Afterburner-Tutorial auf dem Kanal und kriege da öfter Sachen, die können ihren Desktop nicht aufnehmen. Und das Problem hatten wir jetzt gerade auch. Ihr wollt quasi ein Spiel aufnehmen, das nur ein Desktop ist und kein DirectX-Spiel oder so, und könnt das nicht aufnehmen. Und das Problem bei der Sache ist anscheinend, seit der neuesten Version registriert er andere Spiele, die nicht auf einer DirectX-API oder so basieren, trotzdem, aber nimmt sie gar nicht auf. Das heißt, er weigert einfach zu aufnehmen. Lösung, ihr startet die Aufnahme und startet dann erst das Spiel und dann nimmt er ganz brav auf, wie das hier gerade. Hoffe ich jetzt einfach mal für das Programm, sonst bringe ich Unwinder um. Ja, nee, also was der sich teilweise mit dem Programm hier leistet, ich weiß, es ist kostenlos und es ist eine Dreingabe, aber teilweise ist es schon ziemlich frech, was er sagt. Von wegen, er will zum Beispiel keine Unterstützung für Hardware-Mauszeiger, weil es altmodisch ist. Ja
gut, das ist ein nicht ganz unberechtigter Grund. Und Pille? Naja, also zum Beispiel Unreal 3 Engine Spiele. Deus Ex Human Revolution hat auch noch ein Hardware-Mauszeug. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Bitte nichts Schlechtes. And Atem, hey, willkommen. Ja, wir gut, haben gerade 30 IQ-Punkte verloren. Nee, das ist es nicht wert. Ja, momentan ist es doch schon sehr, sehr gefährlich. Hallo, iss mich. Oh, Mist. Dumme Sau, iss mich. Jetzt will ich die Bomben verschwenden jetzt. Ach stimmt, ich bin ja nicht gegen Isaac. Ich überlege das, ich denke da nicht mehr dran. Weil normalerweise eben immer nur gegen Isaac spielt und da brauche ich keine Bomben. Ich warte immer noch drauf, vielleicht kriegen wir irgendwo Epikack. Ah, herzlichen Glückwunsch. Die Hustenmedizin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, damit bringt man sich doch schon leicht um. Ipekak? Nee, ja. Super das Item. Vor allem, wenn man diesen lustigen Raum kriegt, wo direkt vor einem dann die... Oh ja, natürlich. Okay, du hast recht. Stimmt, wir können gar nicht bis aber zum... Aber Ipekak ist keine Hustenmedizin. Ipekak ist auf Englisch doch Hustenmedizin, oder? Nein, Ipekak ist Brechwurz. Brechwurz? Ach ja, stimmt. Das war doch mit Family Guy was, ne? Ja, genau. Da schlucken die das auch in einer Folge, ja, meine toll. Ein bisschen spät, aber danke. Ja gut, aber den Geheimraum kriegst du jetzt wenigstens noch. Ja, ist nicht so tragisch. Oh nee. Bitches. Eine ganze Bastion von Bitches. Oh, und lässt sich natürlich von dem ungefährlichsten Gegner im Raum treffen. Ich hab dafür so ein Fable. So. Nein. Also just zweimal no. Kannst du es machen. Ja, aber die Bomben. Achso, nee, ich will es eigentlich gar nicht machen. Stimmt, ich habe irgendwo noch Herzen, ne? Du denkst so taktisch, ich denke da immer... Aber nee, nur einmal machen. Weil hier kostet es ja zwei. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Alter, wie lange spielen wir jetzt schon? 25 weiß ich, könnte, Minuten ich meine, oder so? Ich meine, jetzt müsste es, glaube ich, schon eine halbe Stunde, glaube ich, sein. Ich schaue nur gerade, also wir haben nach 17 Minuten nach 17 Minuten gleich. Nach 17 Minuten telefonieren haben wir, warte, Mist. Ach, ist doch eh wurscht in diesem Raum. Nach 17 Minuten telefonieren haben wir die Aufnahme, glaube ich, gestartet ungefähr. Und jetzt sind wir bei 52 Minuten. Ah, also kommt das gut hin. Uso, so, der oh. Secret-Raum. Oh. Geh nicht wieder rein, die Bombe ist ja jetzt noch drin. Ja. Das Spiel trollt mich heute. Und zwar in einer Tour. Aber ich meine, ich mache wenigstens richtig Damage hier. Wenn ich mir das so ansehe. Mhm. Ja, ah. Aber die für die, den Preis... Weil, was, die was, ein bisschen, ungünstig ist, dass du... Ja. Dass du jetzt... die ganze Zeit nicht den Bossraum gefunden hast, weil kommen jetzt zwei hintereinander. Nee, es steht nichts von XL da. Aber warum, hat er dann so lange gebraucht? Nö, das hat er einfach manchmal. Hm. Ich spiele... Das ist Microsoft, weißt du doch. Eigentlich ist es Flash. Na, noch schlimmer. Deswegen ist Ruckel, es spielt erst normalerweise, hat das Spiel richtig, ist es richtig flüssig, aber hier. Was ist denn das hier? Wo bin ich denn gerade? Siehst du die Karte? Ja, du bist im normalen Secret-Raum. Ja, aber. Hä? Hi? Na gut, her damit. Give me that. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, rein da. Hallo, Skolex. Ah, der ist ja einfach. Das ist gemütlich. Ein Schuss mit Brimstone. Okay, da warten wir jetzt mal lieber. Du hast auch noch Glück hier mit hier. Wer ist der Kleine nochmal? Gisch. Genau, mit Gisch oder erstmal, sowas. Jetzt muss ich erstmal hinkommen, ja. Ja. Der ihn immer mal wieder slowt, das ist eigentlich ganz gut. Jo. Also nee, also irgendwas ist jetzt mit meinem PC. Ich muss heute mal schauen, der. Ich brauche eine SSD. Ich glaube, eine SSD löst daran nichts. Ah! Knapp. Noch knapper. So, Bitches. Oh, toll. Mom's Heels. Ich wollte schon immer in Frauenklamotten rumlaufen. Ja, aber wenigstens hast du jetzt deine Range zurück. Immerhin, ja. Wie gesagt, ich bin immer noch Brimstone. Nothing's bigger than Brimstone. So. Gehirnis. Aber es stimmt schon, also wann hast du System Shock das letzte Mal durchgespielt? Oh, das ist Jahre her, also. Jahre her? Das letzte Mal habe ich es, glaube ich, vor 6, 7 Jahren mal durchgespielt oder sowas und dann irgendwann einfach mal, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal angepackt,
weil man es jemandem zeigen wollte und da hat man so die erste Stunde oder so mal gezeigt oder sowas. Ja, wenn man es nicht selber spielt, dann irgendwann, es kommt nicht so rüber, ne? Ja, also, ja, doch, eigentlich schon. Ich meine, wir wollten das im Koop-Modus oder sowas spielen. Ah, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Cool. Wobei der Koop-Modus eigentlich richtig scheiße ist. Ach, das mache ich jetzt einfach. Wupp, wupp. Na, wieso nicht? Ja gut, da geht ein bisschen Atmosphäre wahrscheinlich flöten. Ja, man, oder? Das ist halt auch sowas, der lässt sich viel zu leicht abusen, weil man halt nicht in getrennten Leveln sein kann und das wird nicht kontrolliert, dass alle an einem Exit-Punkt sind, damit einer das Level wechseln kann und sowas. Kann man halt Zeit sparen und sowas. Wobei der Survival-Aspekt kommt eigentlich fast noch besser rüber, denn man läuft dann zu dritt rum, aber man hat immer noch die gleiche Anzahl an Munition, Waffen und Heil-Items. Okay. Ach komm, das machen wir jetzt. Wusch. In der Arcade kannst du auch nochmal vorbeigucken. Natürlich, mit 53 Eiern. Alter. Es dauert das ja jetzt zwar ewig, aber ein bisschen kann man ja. Nö, was haben wir denn noch? Wenn du die Fliegen kriegst, das wäre super. Ja, naja, jetzt ist schon zu spät. Aber okay. Jetzt brauche ich es ja nicht mehr wirklich. So, Emperor, dass wir uns das letzte Stockwerk voll sparen, dann bitte. Haben wir hier Judgment, ja, warum nicht? Ja, das auf jeden Fall. Warte. Ja, warum? Was wolltest du? Ich glaube, du hättest. Wenn du den Secret-Raum hier suchst und den. Nee, ja. Du hättest gucken können, ob hier. Oh! Shit. Schau mal! Du hättest gucken können, ob du hier so einen Teufelsraum kriegst, wo diese Teufelskisten sind. Okay. Und, ach, wenn du und dann spawnt du der nur noch. Genau, und dann spawnt der Teufels-Items nur. Top, das ist was. Weißt du, ich meine, ich habe das Spiel wirklich ewig. You are worshiping a sun god. Ja, genau. Praise the sun. Ja, das Dark Souls. Ich weiß auch nicht. Das sind so Sachen, hey, da spielst du das ewig und da erfährst du mal wieder was Neues. Okay. Also ich warte nur, dass ich aus Versehen jetzt irgendwie mal hier. Wie heißt das Item, dass man nicht. Die Zecke. Dass hier die Zecke rauskommt, genau. Und nicht die aus Versehen aufnehmen. Wake up. Try the little wake up. Sprengen wir noch hier die Blutbank. Ah, stimmt. Mit der letzten Bombe. Ja. Ask again later jetzt. Es kann doch nicht sein, dass hier nur so ein Dreck rauskommt. Na gut, Wes kam da noch ein Herz raus. Weil so sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich bin unglaublich gespannt. Ja, wir spielen Computerspiele. You're throwing your life away. Okay. Oh, super. Ja, schade. Schade für das andere Item, weil... Ja, das blitzt manchmal auf mich. Ich bin auch immer wieder gespannt dann, wenn ich sehe. Lohnt sich das? Wir spielen Satan, da ist es vielleicht sogar besser, wenn du es mit der Nonne zusammen koordinierst. Ja, also du hast jetzt ja quasi deine HP verdoppelt. Nicht verdoppelt, plus 25%. Weil alle zwei Treffer kriegst du ja jetzt ein Herz dazu mit dem Ding. Auf jeden Fall. Und nochmal alle sechs Räume, oder? Nee, nicht also ein Herz. Nicht ein Herz, sondern ein zufälliges Item aus der... Also das ist jetzt besser, glaube ich, als Book of Belial, würde ich jetzt sagen. Aber du machst schon ein bisschen Schaden. Was haben wir denn? Ja. Was hier... Reicht für Satan. Ja, wird schon reichen. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Survivability ganz gut. Survivability. Mit zwei Herzen an sich schon. Piep! Den hasse ich ja. Der war früher immer mein Nemesis. Ja, der ist eigentlich schlimm. Wobei die Super-Variante ist eigentlich schlimmer. Die von Anfang an schon ausgeploppt hat? Genau, die von Anfang an ausgeploppt hat. Es gibt ja noch eine quasi, die hinterlässt auch beim Springen eine Pissspur. Oh, ich dachte, er ist tot. Die hinterlässt beim Springen eine Pissspur und dann stehst du blöd da. Soll ich das opfern da oben? Ich kriege das ja eh wieder zurück, oder? Nein. Lass es. Das kostet vor allem zwei Herzen. Alter! So, das könnt ihr mal kotzen. Also wenn du nicht Halo hast oder sowas, das ist viel zu teuer, meine ich. Gut, ich habe das immer so gespielt, wie ich habe das nie recht taktisch gespielt. Ich habe immer noch Spaß haben. Und dann bin ich gestorben. Ja, aber das Spiel ist schon. Also irgendwann fängt man dann ja an, die Spiele auseinanderzunehmen oder sowas. Ja, vor allem die Wikipedia auswendig zu lernen dazu. Ja, ein paar Sachen guckt man ja nach, aber so andere Sachen fallen man dann ja schon auf. Der mit der Zweigliedrige ist immer ganz lustig, weil er immer noch so Gegner kacken will, aber ihm fehlt der Hintern. Wo wir wieder bei Human Sand iPad wären. Okay.
Ja, die South Park-Folge ist gut. Und gar nicht so falsch, ne? Wobei in Deutschland geht das nicht. Das hat mir meine Freundin mal erklärt, dass die ganzen AGBs sowieso ungültig sind, weil sie sittenwidrig sind. Und sittenwidrige Sachen, da kannst du unterschreiben, sie sind trotzdem ungültig. Ja. Okay, schauen wir mal. Ja, du kannst ja eh rausgehen. Oh, schon wieder. Steven lives. Hast du es eigentlich schon mal geschafft, hier die Katze zu kriegen, alle Katzen-Items zu bekommen, ja, das und dann selber zu der Katze zu werden? Das habe ich geschafft. Wobei mir fehlt bei meinem Binding of Isaac fehlt mir noch ein Item für Platinum-Gott. Und ich meine, es ist eins dieser Devil-Items hier, dieses Herz mit dem Kreuz drauf oder sowas. Das habe ich. Ich glaube, ich habe irgendwann 20 Mal gespielt und das Ding nie gekriegt, aber dann habe ich es eingelassen und dann habe ich das Isaac jetzt lange nicht mehr gespielt. Also ich habe, Steam sagt, ich habe 110 Stunden gespielt. Nö, bei mir ist, ja genau. So, ach komm, wir ballern jetzt noch jede Menge Zeug hier raus. Was siehst du das eigentlich dahinter, was da so atmet? Ach, ein Herz ist das. Schon wieder? Hey, du schon wieder. Das ist... leider haben die keinen eigenen Cooldown. Okay. Aber du könntest von dort gratis in den Challenge-Raum rein. Oh, du bist... Das stimmt. Und der ist eigentlich... Etage oder so finde ich den Challenge-Raum einfacher als den richtigen Raum. Den richtigen Geheimraum. Den richtigen normalen Challenge. Also du kannst auf jeden Fall mal reingucken, was es gibt. Nein, das ist... Nee. Wobei Tears Up ist es, oder? Das funktioniert, glaube ich, nicht. Das Tears Up davon. Ach so. Immer noch nicht? Ah ja. Flash. Ich meine, es gab kein Update oder so. Ah, oh, sogar noch eine schlimme Variante davon. Ich kack ab. Die am Anfang gehen doch. So. Ja, jetzt nützt mir der Schlüssel natürlich voll. Geh weg, Mutters Herz. So. Ich glaube, wir schaffen das diesmal sogar. Das ist einzigartig hier. Es sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich meine, hiernach kriegst du noch eine Möglichkeit, ein Herz zu kriegen. Ah, sogar eine gute Bombe gesetzt. Komm. So, wir sind einfach... Wir machen ein bisschen wenig Schaden, das muss ich zugeben. Vielleicht kriegen wir noch ein Damage ab, das wäre super jetzt. Ja, letzte Chance jetzt. Devil Room hilft ja auch nichts mehr. Das ist einer der schwächsten Gegner eigentlich im Spiel. Wobei, wenn er später kommt, dann ist er schon nervig, weil der so viel aushält. So, Bitches. Okay. Wobei ich aber... Ah, danke schön. So, wir lassen uns Zeit. Weil die Kleine schon am Abkratzen ist. Hä? Ich wollte doch nichts aufnehmen. Oh, Leute. Isaac. Der Angel Room bringt ja leider nichts, ne? Nee, da ist auch nur das Ding drin. So. Wir wollen nach unten, ne? Ja, ich dachte, wir wollten nach unten. Okay, runter. Was macht denn Emperor nochmal? Hat ein bisschen Tanz der Teufel. Emperor bringt einem gleich zum Boss und das habe ich jetzt auch vor. Ah, willst du dich hier gar nicht durchkämpfen? Ja, das ist eigentlich eine kluge Idee. Okay, mit den vielen Herzen. Wupp. Hallo, Satanas. Das ist einfach ein cooler Boss. Wobei ich aber sagen muss, die Bossmusik von Isaac ist tausendmal cooler. Ja, die habe ich sogar im Auto. Die habe ich im Autoradio. Die ist richtig geil. Das stimmt auf jeden Fall. Ah, shit. Fühle ich mich gerade doof. Au. Ja, so läuft's dann. Aber vielleicht ist bei der Karte. Vielleicht ist die Karte. Ah, da traue ich mich jetzt gerade irgendwie nicht hin. Ich warte mal, bis die zwei tot sind. Da habe ich ja noch eine Sekunde oder so. Oh, komm, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, und Hierophant oder sowas könntest du jetzt, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Oh ja, das wäre Porno. Nee, also Danny Baranowski hier, super Musik. Genauso wie bei The Hanged Man. Naja, ach, warum nicht? das könnte die Herzen sein. The Joker. Ja, super. Was? Ja, willst du nochmal fliehen? Natürlich, ich gehe auch noch zu ihm selber, ne? Ja. So. Das ist ein bisschen, kennst du das The Hardest Game Ever oder so? Nicht das Flash-Spiel, sondern das auf YouTube. So ein
Shoot'em Up oder so, das auch genau so aussieht wie das hier gerade, wo du 10.000 so Kugeln ausweichen musst. Ja, es gibt auch super viele Bullet-Rape-Shooter. Also das ist ja noch einfach hier. So. Das ist auch so, du, deine lustigen Ausdrücke. Ich denke auch immer, was hab ich bei dir gelernt mal? Aggressive Shift. Den Ausdruck. Wo du deine Abonnenten mal vorgelesen hast, wo irgendeiner mal Aggressive Shift benutzt hat. Ja, ich finde, das klingt viel lustiger als Caps Lock. Wupp. Was kommt dann, wenn man hier online was spielt oder sowas, kommt es dann viel besser rüber, wenn man Aggressive Shift macht, das Caps Lock. So, Bitches, ich will das. So. Brauche ich hier inzwischen besonders häufig, da ich ja relativ gerne dieses Motor 2 spiele, da brauche ich mein das Gott. Ständig. Mein Gott, bin ich gut. Ja, unglaublich. Okay, so, jetzt haben wir noch Zeit für die Credits. Nee, aber Aggressive Shift brauche ich bei Dota 2 wirklich sehr, sehr häufig. Da heißt du dann nicht Little, sondern Big. Nein. Nee, ich weiß nicht. Also, ich hatte ja davor auch mal Heroes of New Earth ganz gerne gespielt. Das ist ja quasi das gleiche Spiel. Okay. Also ein Dota-Klon. Und als ich das angefangen hatte, also ich spiele ja schon sehr, sehr lange Multiplayer-Spiele. Und das ist seit, keine Ahnung, ich würde sagen seit 10 Jahren Multiplayer-Spielen im Internet ist das erste Mal, dass ich eine Bannliste benutzen musste oder dass ich das Verlangen nach der Bannliste hatte. So beschissene Community. Ah, das ist, ja, so, was erwartet man von einem Spiel, was darauf aufbaut, dass man halt gutes Teamplay hat und das voll ist mit solchen Feedback-Schleifen Spielelementen. Also wenn du schlecht spielst oder sowas, zum Beispiel in Counter-Strike oder sowas, ja, in einem 5 gegen 5 Team und du bist der schlechte Typ, dann haben die eigenen Leute ja eigentlich nur einen Nachteil davon, weil dann ist es ja halt 4 gegen 5 und manchmal erwischt halt noch einen. Da ist es ja nicht so schlimm, wenn man einen schlechten dabei hat. Nur bei Dota ist es dann halt so, für jeden Kill wird der Gegner dann auch belohnt und kriegt bessere Items und sowas. Das heißt, wenn man dann schlechten dabei hat, zieht das natürlich nicht nur das eigene Team runter, sondern das gegnerische Team hoch. Na toll. Und naja, aber komm, es kann nicht so schlimm sein wie bei Lands of Lore, bei LOL halt. So, League bei League of Legends. Weiß ich nicht, bei League of Legends ist ja das Klischee, ich habe es nicht wirklich so viel gespielt, aber das Klischee ist ja, dass man dort viel mehr kleine Kinder hat, weil das gratis ist komplett. Also ich bin selber kein Multiplayer-Mensch, wirklich nicht. Das Einzige, was ich probiert habe, war mal StarCraft 2 und da bin ich irgendwo in Silber stecken geblieben. Ah. Und meine ganzen Kumpels haben mir gesagt, wir können ja mal StarCraft 2 spielen, hier Heart of the Swarm, wenn es raus ist oder sowas. Muss ich warten, ich habe da ein Problem mit dem Kopierschutz. Ich habe DSL 2000 und das nächste Update für wie heißt das erste? Wings of Liberty hat 10 Gigabyte. 10 beschissene Gigabyte. Und du kannst dir denken, wann ich dann die Zeit habe, den Scheiß runterzuladen. Ah, einfach mal über Nacht laufen lassen. Natürlich, die Stromkosten zahle ich gerne. Ne? Ich nehme meinen Computer mit an die Uni, da habe ich dann 100 Mbit in beide Richtungen. Ja, wahrscheinlich. Oder, keine Ahnung, mit den Stromkosten, dann nimmst du halt endlich die verdammte Glühbirne aus dem Bad raus oder so. Dann ist das wieder drin. Nee, aber ja, für StarCraft 2 habe ich schon immer mal Leute gesucht. Für StarCraft 2 habe ich schon immer so Leute gesucht, die mal mit mir was spielen wollen, aber keiner macht das. Die anderen, die spielen alle, entweder haben sie Diablo 3 gezockt bis zum Erbrechen, Diablo 2 gezockt bis zum Erbrechen oder League of Legends. Sagen Diablo 3 fand ich relativ scheiße. Haben mir viele gesagt am Anfang so, du musst mitspielen, komm, ist doch so geil, jeder spielt's. Und nach 3 Wochen so, und Leute, wie ist es? Ja, haben wir aufgehört, alles scheiße. Mach keinen Bock mehr. Ja, gut. Nee, aber das war doch relativ produktiv, würde ich sagen, jetzt. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, wir können es gleich nochmal starten und nochmal probieren. Vielleicht ein anderes Mal mit einem anderen Spiel oder sowas. Wenn du was hast. Wir haben noch Tux-Gitar hier. Tux-Gitar? Ich fand ja, Threads on Fire fand ich lustiger, oder ist das nicht Threads so? Threads on Fire. Nee, Tux-Gitar ist bloß so Gitar Pro für Linux. Umsonst halt. So. Wo man zum Gitarre spielen lernen. Ach so, nicht hier die Spielvariante Guitar Hero mäßig. Nee, also da habe ich glaube ich nur auf Steam, wie heißt das? Audio Surf. Ja, keine Ahnung, Threads on Fire ist eigentlich lustig, das ist quasi exakt ein Open-Source-Klon von Guitar Hero. Okay, aber da musst du mit der Tastatur dann draufhämmern, die 5 Tasten, ja, aber das ist eigentlich ganz geil, weil dann du kannst halt, wenn du so eine Cherry-Tastatur hast, kannst du eigentlich ganz geil halten, dann hältst du die halt wie so eine Gitarre und dann auf den F-Tasten hast du dann die Saiten und auf Enter- oder Leertaste hämmerst du dann. Das ist eigentlich super geil. Klingt cool.
Okay. Nee, also ich bin, nur mal so für die Leute, die jetzt noch zuschauen, ich bin richtig gespannt, wie die Analytics von diesem Video aussehen werden, weil es jetzt wahrscheinlich schon eine Stunde geht. Und wenn hier einer bis zum Ende da bleibt, dann sagt er mir das, dann kriegt er eine persönliche Erwähnung im nächsten Video. Ha, unglaublich. Also im nächsten Freude der Nacht-Video, und ich bedanke mich bei diesen Personen am Anfang. Ja, wenn ich nur XCOM spielen würde, könnte ich für die Personen dann ja noch einen Söldner anbieten, aber haben wir ja gar nicht. Hast du vor, irgendwann das Original zu spielen? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre mir schon fast zu langwierig. Wobei, ich habe 250 Teile Jack the Lions 2 Ding gemacht und dann ja, langwierig zu beschweren ist ein bisschen. 35 extrem. Stunden Jack the Lions, 20 oder 25 Stunden XCOM. Ich meine, gut, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest Oblivion mit allen Quests spielen, dann könnte ich es verstehen, wenn es dir zu langwierig ist. Ja, vielleicht. Also ich überlege mir, vielleicht findet man ja auch noch irgendwie so ein vielleicht nicht ganz so gutes, ähnlich gestaltetes Spiel aus der Zeit damals. Was man macht. Ich überlege gerade, was du meinen könntest, aber außer Syndicate fällt mir nichts ein. Ja, Syndicate ist ja ganz anders. Es gibt noch. Ja, eben. Oh, kennst du Gender Wars? Nein. Ah, das ist quasi so XCOM-mäßig. Okay. So mit Squad-Strategie. Nur die Story ist quasi, dass in der Zukunft sich Männer und Frauen gar nicht mehr abkönnen und sich dann Waffengewalt bekriegen. Super. Okay. Aber mit diesen freundlichen Worten über das Spiel Gender Wars, glaube ich, verabschieden wir uns aus dem Video. Genau. Ach du Heilige. Okay, also Gender Wars demnächst auf seinem Kanal. Nein, das müsste ich erstmal suchen. Ich habe das nur mal beim Freund auf Diskette oder sowas gesehen. Das müsste ich mir dann irgendwann besorgen. Okay, na gut. Also dann beende ich jetzt mal das Video und ich will sagen, schaut bei Little vorbei. Der Kanal ist unten verlinkt. Das sind wirklich die coolsten Videos. Kann ich euch nur empfehlen, jedes einzelne Let's Play. Tolle Sache. Dann also dann. Danke für die Werbung und keine Ahnung, Catchphrases. Ciao, ciao. Bis until then, folks. Until then. Bis dann, Leute. Bis dann.